Bürgermeister, liebe Bürger und Bürgerinnen aus Hanau, verehrte Trauernde. Ich stehe hier vor Ihnen als Bundespräsident, als Bürger dieses Landes, als Mensch, der wie Sie und wir alle an diesem Abend um Worte ringt. Was geschehen ist, was hier heute Nacht in Hanau geschehen ist, es macht uns fassungslos, es macht uns traurig und es macht uns zornig. Was geschehen ist, das ist furchtbar, denn geschehen ist, was wir alle doch zutiefst fürchten, geliebte Menschen zu verlieren, nämlich. Nichts kann uns den Schmerz um sie nehmen. Nichts kann diese sinnlose Tat erklären. Und nichts wird sie ungeschehen machen können. Viele, die heute Abend hier sind, sind voller Trauer, sind ratlos, fühlen sich alleingelassen. Aber gerade deshalb, meine Damen und Herren, tut es gut, hier zu sein, an diesem Ort sich zu versammeln, in aller Stille und gemeinsam zu trauern. In dieser Stunde hier auf dem Platz spüren wir, dass wir nicht allein sind. Und wir sagen das wissend, dass sich in mehr als 50 Städten heute Abend in Deutschland zur gleichen Stunde, etwa ab 18 Uhr, Tausende, vermutlich Zehntausende Menschen zum Mahnwachen zusammengefunden haben und der Opfer von Hanau gedenken. Wir spüren, meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass es diese Gemeinschaft gibt, die Entsetzen und Wut teilt, aber eben auch Trauer, Anteilnahme und Solidarität zeigt. Eine Gemeinschaft, die wir miteinander alle brauchen, die jede Gesellschaft braucht, eine Gemeinschaft, die zusammenhält. 10 Menschen sind aus unserer Mitte gerissen und ihr Tod ist ein brutaler Akt terroristischer Gewalttat. Eine Terrortat, die uns auch in schrecklicher Weise an den Mord an Walter Lübcke und zuletzt an den Anschlag auf die Synagoge in Halle erinnert. Denn das heißt doch Terror. Durch Gewalt und Tod Schrecken verbreiten, Angst machen, uns auseinanderzutreiben. Und heute ist die Stunde, in der wir zeigen müssen, wir stehen als Gesellschaft zusammen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir laufen nicht auseinander. Wir trauern. Wir trauern, wir nehmen Anteil und wir sehen, dass wir eins sind in unserer Trauer und einig gegen Hass, Rassismus und Gewalt. Ich stehe an der Seite der Menschen, die von Hass und Gewalt bedroht sind. Und wir gemeinsam, wir stehen Seite an Seite miteinander gegen Gewalt und gegen eine Sprache der Ausgrenzung und der Herabwürdigung, die doch der Gewalt allzu häufig den Weg bereitet. Meine Damen und Herren, auch das muss in einer solchen Stunde gesagt sein. Nehmen wir die Verantwortung an, die uns alle trifft, achten wir auf unsere Sprache in der Politik, in den Medien und überall in der Gesellschaft. Und halten wir dagegen, wenn Einzelnen oder Minderheiten die Würde in unserem Land genommen wird. Oberbürgermeister, liebe Mitbürger und Mitbürger hier aus Hanau, was geschehen ist, das
das schlägt eine tiefe Wunde in diese Stadt. Eine Wunde, die nur heilen wird, wenn wir Gemeinsamkeit nicht nur in der Stunde des Schreckens zeigen, sondern auch an den Tagen, die kommen und auf Dauer zeigen. Wenn wir Zeichen setzen, der Rücksichtnahme und der Solidarität setzen, Zeichen, die den Angehörigen, die um die Toten trauern, Kraft und Beistand geben. Rücksichtnahme und Solidarität aber auch, die wir als Gesellschaft brauchen, wenn wir Zusammenhalt in unserem Lande bewahren wollen. Darum bitte ich Sie, meine Damen und Herren, im Angesicht des Grauens heute und in dieser schweren Stunde der Trauer, zeigen Sie Rücksichtnahme, zeigen Sie Solidarität. Wir stehen zusammen, wir halten zusammen, wir wollen zusammen leben und wir zeigen es wieder und wieder. Das ist das stärkste Mittel gegen den Hass. Vielen Dank.